Lucy? Da ist sie. Lord Zests Schülerin. Sie muss etwas wissen. Sie würde es uns nicht sagen, wenn sie etwas wüsste. Warpains Brigan Iswis Buidan. Man kann ja trotzdem mal nachfragen. Lasst es gut sein, Kirnon. Ich kann es nicht gut sein lassen. Jeder weiß, dass Lord Zesh auf der Feier war, als Kotia getötet wurde. Und trotzdem weiß jeder, dass sie ihn getötet hat. Sie hat einen Weg gefunden, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Wenn wir es jetzt gut sein lassen, sind wir alle tot. Macht euch nicht lächerlich. Ich habe Skotia getötet. Jetzt macht ihr euch lächerlich. Unterschätzt sie nicht, Kirnon. Ich halte sie für sehr gefährlich. Aber ein dunkler Lord der Sith? Sie ist nur eine Schülerin, Calaveris. Bitte, ihr müsst mir verraten, wie Zess Skotia getötet hat. Wie oft muss ich es noch sagen? Das war ganz allein ich. Ich und nur ich. Sie wird es euch ganz sicher nicht verraten, Kirnon. Gebt Ruhe. Na gut, aber ich warne euch, Calaveris. Lord Zesh wird zu schnell, zu mächtig. Wann hat jemals in der Geschichte der Sith jemand einen so dreisten Mord begangen und es so aussehen lassen, als wäre sie die ganze Zeit woanders gewesen? Der Imperator sollte alarmiert werden, das sage ich euch. Ich glaub mir nicht, verstehe ich gar nicht. Ach ja. Warte mal, wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Ich vermute mal in die Richtung. Irgendwie auch hier lang. Da ist sie ja. Perfektes Timing. Ich habe mich gerade mit diesem unausstehlichen Thanaton getroffen. Und ich habe gute Neuigkeiten. Alle sprechen davon, dass ihr Skotia ermordet habt. Fein, lass sie reden. Sie können nichts beweisen und das wird sie in den Wahnsinn treiben. Und das Treffen lief genau, wie ich geplant hatte. Du wärst stolz auf mich gewesen. Ich wurde zur Bestrafung hereinzitiert und bin als Darth herausgekommen. Werde ich auch befördert? Du bleibst zunächst meine fähige Schülerin. Allerdings kann ein Darth seinen Schüler zum Lord ernennen. Deine Aussichten haben sich also verbessert. Erinnerst du dich noch an die Karte, die du auf Korriban gefunden hast? Sie weist uns den Weg zur Macht des Tulak Horde. Und das erste Artefakt der Macht befindet sich hier auf Dromund Kaas. Das Artefakt befindet sich in der innersten Kammer des Tempels der dunklen Seite. Skotia bewachte den Schlüssel zu dieser Kammer immer wie ein Hutte seine Credits. Nun gehören mir Skotias Titel, seine Gemächer, seine Forschungen und sein Schlüssel. Er hat schon immer gesagt, dass ich die Kammer nur über seine rostige Leiche betreten würde. Allerdings werde nicht ich den Tempel der dunklen Seite betreten, sondern du. Es ist mir eine Ehre. Daupain Aipain, Karahitabawarp. Bevor ich nach Korriban kam, um einen Schüler zu suchen, erwachte eine wütende Erscheinung im Tempel der dunklen Seite. In wildem Zorn tötet sie jeden, der die innerste Kammer betritt. Aber ich hatte einen Traum. Eine Schülerin von armer Herkunft unterwarf sich der Erscheinung und besänftigte sie. Deshalb habe ich deinesgleichen gewählt. Moment, ich soll mich vor dieser Erscheinung verbeugen? Du musst den Tempel betreten und dich der Erscheinung stellen. Ich glaube, dass deine Demut der Schlüssel ist. Trotzdem solltest du wissen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob du die Person aus meinen Träumen bist. Ich fürchte, dass ich dich vielleicht in den Tod schicke. Ihr seid ein Sith. Verhaltet euch so. Du hast recht. Du hast das Holocron auf Korriban geborgen. Niemand sonst war dazu in der Lage. Wenn das kein Zeichen für deine Bestimmung ist, was dann? Tulak Hords Macht wartet auf uns beide. Wir dürfen dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren. Benutze diesen Schlüssel zum Öffnen der innersten Kammer des Tempels der dunklen Seite. Beuge dich der Erscheinung und kehre mit dem Artefakt zurück. Sei Galut Saida, Iswis Us Ulfgnden, Ja Adnam, In Buidangarja. So, wir sollen also uns einen Geist stellen. Warte mal, wir haben wieder was zum Anziehen bekommen. Das ist auf jeden Fall besser. Jo. Oh, irgendwie sind wir falsch hier. Hier müssen wir lang.
Öffne die Tür der Kammer, okay. Wir müssen also wahrscheinlich zum alten Tempel hin. Der Bestimmungsort. Ja. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wir müssen zum alten Tempel hin, alles klar. Dann machen wir das. Wenn ich überlege, dass man die Taxipunkte damals alle freilaufen musste. Also ganz zu Anfang gab es das gar nicht. Da muss man wirklich die entdecken sozusagen und freischalten. Also ist heute noch ein bisschen einfacher. Zumindest kann man hinfliegen. Man muss zumindest einmal hingeflogen sein, damit sie freigeschaltet sind. Damit man sonst per Schnellreise immer hin kann. Weil sonst kann man erstmal per Schnellreise da nicht hin. Wie gesagt, erstmal einmal freifliegen. Aber immer noch besser wie damals laufen. Weil damals könnte man erst mit Level 25 den ersten Gleiter fliegen. Da muss man bis Level 25 alles ablaufen. Ja, das war früher gewesen. So. Hier beginnt es. Dann wollen wir mal los. Gucken, dass wir da durchkommen, ohne gesehen zu werden. Sehr schön. Der hinten ist der Tempel, seht ihr das? Dieses Riesenteil da, das ist der Tempel. Der ist echt riesig. Und da oben ist noch ein Schiff noch im Orbit. Da drüber. Ups. Stufe 15, sehr schön. Okay, wir sind fast da. Der ist schon ein cooler Tempel. So, ich guck mal nach, ob wir hier noch irgendwas hier machen können. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Ja, wir können doch was verkaufen, Schrott verkaufen und das hier auch noch. Das können wir auch verkaufen, das brauchen wir nicht. Legen Sie so vor. Öffne die Tür der Kammer. Ich vermute mal, wir müssen einfach mal geradeaus. Wir sind jetzt mitten im Tempel. Ich vermute einfach mal hier weiter. Das sieht echt gut aus. Wie sollen wir nach unten laufen? Ne, warte mal, wir gucken erstmal hier oben. Das kann nur hier oben sein. So, warte mal, gucken wir mal eben. Es ist hinter uns.
Da müssen wir rein. Warte mal, können wir die mal ein bisschen schubsen, alle Jungs? Ups. Scheiße, die leben doch, war nicht hoch genug. Wir Mist aber auch. Ich dachte, dass ja. Wir kriegen die dann so weg. Aber nee, jetzt müssen wir ganz wieder runterrennen. Haha, das war jetzt wirklich jetzt doof. Okay, Kollege, ich bin jetzt hier vor. Hat er wieder überlebt? Der wäre fast tot gewesen. So, erledigt. So, das sammeln wir neun hier. Einsammeln, Cam. So, wir sind drin. Afragiban. Visa. Visa. Ei, 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 ei. Autsch. Ja. Ja. Ich habe auf euch gewartet. Ich habe eure Bewegungen in der Macht verspürt. Und sie haben mich aus meinem Albtraum befreit. Ich bin noch immer zu schwach, um fortzugehen. Aber ich wusste, dass ihr zu mir kommen würdet. Wenn ich erst Ärgernis genug für euch wäre. Die Sith verschwenden jede Menge Fleisch an alles, was sie ängstigt. Und nun seid ihr hier, Blut meines Blutes. Nun seid ihr hier. Wovon sprecht ihr? Ah, ihr kennt mich nicht. Ist unsere Familie so tief gesunken, dass die Tochter meiner Töchter den Namen Kallik nicht mehr kennt? Ein Name, der lange in den Annalen der Sith verehrt wurde. Ihr seid mein Nachkomme, auch wenn ich nicht weiß, in wie vielter Generation. Aber eines solltet ihr wissen. Eure Stärke in der Macht hat mich aus der Erstarrung erweckt. Inwiefern habe ich euch erweckt? Als die Schwächlinge dieses Planeten mein Grab betraten, wurde ich auferweckt, um mein altes Leben weiterzuführen. Dieser Tempel wurde zu meinem Königreich und ich war wieder ein Lord der Sith. Aber als ihr zum ersten Mal euer Lichtschwert in die Hand nahmt, wurde mir klar, dass meine Stunde gekommen war. Und dass durch eure Stärke der Ruhm unserer Familie wiederhergestellt würde. Nicht durch meine. Ich werde unsere Familie zu altem Ruhm führen? Unsere Familie wurde um ihren Ruhm gebracht. Zerstört durch den Verrat eines anderen. Eines Mannes namens Tulak Ork. Die Places Amins Weihheitsfuls, Gawendida Siegfram Tauhans. Ha, euer Meister ist tot, Bestie. Ihr dient nun Kalliks Nachfahren. Fleisch meines Fleisches, ihr solltet euren Diener gehorsam lehren. Mischt euch nicht nochmal ein, oder ihr werdet lange hungern müssen. Daupein Aibein, Karahita Bawarp. Gut. Gehorsam ist nicht selbstverständlich. Ihr dürft die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholen, wenn ihr unsere Blutlinie wieder zum Ruhm führen wollt. Verrat
ist das endlose Spiel der Sith. Ihr müsst es gewinnen. Keine Sorge, ich komme schon zurecht. Hütet euch vor eurer Meisterin und auch vor euren Schülern. Lasst euch nie überraschen. Bedenkt diese Worte und euch wird nichts aufhalten. Aber ihr seid nicht hier, um mich zu sehen. Ihr seid wegen des Artefakts hier, das ich Tula Kort vor meinem Tode noch entreißen konnte. Nehmt das Artefakt. Aber seid vorsichtig. Sein Zweck blieb mir verborgen. Ich weiß nur, dass es vom Verrat verfolgt wird. Ich werde wachsam sein. Ich warte bereits auf den Tag, an dem unsere Macht wiederhergestellt ist. Wir werden uns wiedersehen. Dann nehmen wir uns jetzt mal das Teil, das Artefakt. Ja, sonst ist das Grab aber leer, da ist nichts drin sonst. Schülerin, hast du das Artefakt bereits? Ich halte das Artefakt in meinen Händen. Natürlich! Ausgezeichnet! Kehre zu Skutias, pardon, meinen Gemächern zurück. Ich will das Artefakt endlich sehen. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Oh, eine Überraschung. Was für eine Überraschung? Vertrau mir, diese wirst du besonders lieben. Kehre jetzt mit dem Artefakt zurück. Ich kann es kaum erwarten. Eine Überraschung? Ja, da bin ich aber gespannt, weil er erstmal hier wieder hin. Zack. Eingang zum Sith Allerheiligsten. So, jetzt mal gucken, was wir kaufen können. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Lesen Sie wohl. Haben wir aber zwei Kisten bekommen. Ein bisschen Kohle, so. Warte. Fantastisch. Du kommst gerade rechtzeitig für meine Überraschung. Während du unterwegs warst, habe ich Skutias Forschungen studiert. Skutias Gemächer sind eine Schatztruhe voller Forschungen. Wer hätte gedacht, dass jemand wie er so wissbegierig war? Jetzt tut es mir beinahe leid, dass wir ihn töten mussten. Aber lass mich nun einen Blick auf das Artefakt werfen. Ich hab's bei mir. Ausgezeichnet. Hervorragend. Das ist erst der Anfang. Doch sag, wie hast du die Erscheinung besänftigen können? Offensichtlich ist sie ein Vorfahre von mir. Bemerkenswert. Der verlorene Vorfahre einer Sklavin zeigt sich im Tempel der dunklen Seite. Ich spüre, dass deine unglaubliche Bestimmung noch nicht erfüllt ist. Ich studiere Tula Korts Artefakte nun schon eine ganze Weile. Und ein Blick auf das von dir beschaffte Artefakt bestätigt all meine Vermutungen. Diese Artefakte werden alles verändern, vor allem dich. Sie werden dich mächtiger machen, als du es dir je hättest vorstellen können. Ich habe es gesehen. Was genau bewirken diese Artefakte? Dieses Artefakt ist eines von fünf, die ein bestimmtes Ritual beschreiben, mit dessen Hilfe der große Tula Kort das Dromund-System unterwarf. Ich werde die Natur des Rituals erst dann völlig verstehen können, wenn ich alle Artefakte zusammen habe. Aber ich habe gesehen,
dass nur du allein die Macht dieses Rituals nutzen wirst. Die Artefakte sind in der gesamten Galaxis verstreut. Einige wurden von Tulak Hord selbst versteckt und andere wurden ihm von Verrätern entrissen. Skutias Dokumente weisen auf Balmorra und Nar Shaddaa hin. Ich werde noch eine Weile brauchen, um die anderen zwei Planeten zu ermitteln. Wie soll ich dorthin kommen? Ach ja, das bringt uns zu meiner Überraschung zurück. Wenn du dieses Artefakt finden willst, brauchst du zunächst ein Raumschiff. Und ich habe dir eins besorgt. Du musst es nur noch abholen. Für mich? Ihr seid zu gnädig. Ja, du hast es dir verdient. Du findest dein Schiff am Raumhafen. Die Galaxis gehört dir. Denk dran, mich zu kontaktieren, wenn du einen der besagten Planeten erreichst, damit ich dir weitere Informationen zur Position der Artefakte geben kann. Viel Glück. Aber Barnhabens, glaub Bena, nie in Usequai, Usiterens Apipau. So, wir haben also als Überraschung ein eigenes Raumschiff bekommen. Ja, das ist aber feines. Das steht uns ja auch zu, würde ich sagen. Reise nach Nar Shaddaa. Begib dich zum Hangar des Sith Inquisitors. Genau. Aber erst einmal gehen wir dahin. In die Kantina. Ups. So Leute, ich mache jetzt mal wieder eine Pause hier und beende die Aufnahme. Erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und ich hoffe, dass ihr weiter zuschaut und uns auf diesen Abenteuern hier begleitet. Und ich würde mich freuen mal über Kommentare oder einfach mal einen Daumen hoch. Das wäre echt klasse von euch. Schon mal ein Dank im Voraus. Und dann sehen wir uns ja eigentlich auch schon morgen wieder, wenn es hier weitergeht mit Inquisitor. Bis dahin, euer Rode. Ciao.